Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich mache heute ein Video über meinen Dangle Treaser, wie auch immer der heißt. Ich habe mir ein Bild auf Twitter gepostet und dann habe ich recht viele Nachfragen bekommen, ob ich dazu ein Video machen könnte. Das mache ich doch gerne. Also, so sieht er aus. Ihr habt sicher recht viel schon auf YouTube von diesem gesehen und gehört. Ich war letztens in einem Kurs für Haarfrisuren und dort die Lehrerin hatte so einen Tangle Treaser, wie der auch immer heißt. Und ich finde das so toll. Und ich habe das gesehen und dann habe ich ihr gesagt, ich habe das schon gesehen auf Internet. Und das hat sie vor 3 Jahren in London gekauft. Das heißt, dass sie schon seit einigen Jahren auf dem Markt sind. Und dass ihr das bis jetzt noch nie irgendwo anders gesehen habt. Dann habe ich gesagt, doch, ich habe schon auf YouTube gesehen. Aber ich habe nicht so positive Sachen darüber gehört und habe gedacht, probiere ich mal ihren aus. Und der hat mir nachher gefallen und dann bin ich auf die Internetseite gegangen. Die ist www.tangletreaser.com. Ich verlinke euch unten den Link und habe alle angeschaut, weil es gibt ganz verschiedene Modelle. Ich kann euch das hier vielleicht mal zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Das ist die Seite. Man sieht wahrscheinlich. Oh, jetzt habe ich es größer gemacht. Okay. Das ist die Seite. Und die haben recht viele Designs, verschiedene. Zeige ich euch das mal. Hallo? Okay. Und hier haben sie zum Beispiel einen goldigen. Das ist immer das Modell, wie ich habe, mit einer Kappe unten. Das zeige ich euch nachher. Ganz verschiedene Designs. Die normalen sind ja so, also die, wie wir jetzt bis jetzt am meisten gesehen haben. Und eben, da war ich auf der Internetseite und habe ein bisschen nachgeschaut und dann habe ich gedacht, okay, weil die Lehrerin hatte eben so einen normalen. Und dann habe ich nachgeschaut auf der Internetseite und dann habe ich dieses Modell gesehen. Das ist doch. Und das Design hat mich total angesprochen. Das ist doch geil, ich will das. Und jetzt ist es angekommen. Dieser kostete 11,66 Pfund plus 1,58 Pfund Versand. Also der Versand ist sehr, sehr wenig. Ich habe, glaube ich, noch nie so wenig Versand bezahlt vom Ausland in die Schweiz. Und ja, und das ist teurer. Dieses Modell ist teurer. Das normale Modell kostet 10 Pfund und 20. Ja. Und nicht, ich zeige euch das mal. Also das Design ist so. Ich muss sagen, es ist recht klein. Es ist viel kleiner jetzt im Vergleich zu meiner Hand. Es ist viel kleiner als das normale Design. Und wenn ich dachte, auf dem Foto sah das größer aus. Ich dachte, dass es auch so groß ist. Weil ich hatte ja den anderen in der Hand und meiner Lehrerin und der war viel größer. Das hat aber so eine Kappe unten dran. Das kann man so, damit man das so versorgen kann, wenn man es nicht mehr gebraucht hat. Wenn man es nicht mehr braucht am Abend, oh mein Gott. Und das hat der normale Tangle Tweezer, hat das nicht. Und ich finde es so eine gute Idee, weil der Tangle Treaser von meiner Lehrerin, der war da ganz gebogen. Der hatte alle da so gebogen. Okay, der war zwar 3 Jahre alt, aber sie hat gesagt, dass sie ihn immer so am Abend so weggetan hat. Und nach einer Zeit biegen sich diese. Und wegen dem finde ich eine gute Idee, das hat so. Und die kommen nicht ganz an unten und so verbiegen sie sich nicht. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr das hier so sieht, das hat so größere Borsten und dann unten sind die kleiner. Ich denke, ihr seht das ganz gut. Und der ist gestern angekommen. Also der Versand, der hat so circa 4 Arbeitstage gedauert in die Schweiz. Vielleicht euch nach Deutschland geht es schneller. Und ja, aber es kommt dann so an in einem ganz kleinen Paket. Ich sehe es mal rein. Und ja, also ich habe ihn heute mal gebraucht, ausprobiert. Man sagt ja, mit diesem muss man keine Spülung mehr benutzen. Aber ich habe mich das nicht getraut. Ich habe jetzt heute meine Haare gewaschen und trotzdem die Spülung benutzt.
Aber ich muss sagen, ich bin überrascht, es stimmt, was man sagt. Also es hat nicht ein einziges Mal gezogen, wenn ich das heute, ich habe es nur einmal benutzt, es hat nicht ein einziges Mal die Haare gezogen und ich habe brutal lange Haare, also brutal, ich habe doch recht lange Haare. Und also es hat mir nicht einmal wehgetan. Und also momentan bin ich positiv überrascht. Das Einzige, was ich nicht so toll finde, aber dass der so klein ist, weil der normale ist ja größer. Und heute ist mir dieser schon einmal auf der Hand geflogen, da er so klein ist und ich die ganze Haare durchbürsten wollte. Ist er mir aus der Hand geflogen, weil er klein ist. Aber ja. Aber ich finde es eine tolle Idee, auch als Geschenk für einen Geburtstag und so, weil es ist ja nicht so teuer. Sagen wir, und es ist etwas Spezielles, weil ich habe es bis jetzt, also bei uns in der Schweiz, also in meinem Umfeld habe ich es jetzt noch nie gesehen. Also bei meiner Lehrerin, die ja Coiffeuse ist. Und ja, ich finde es eine gute Idee, weil ich habe 1000 Bürsten, ich habe diese dann mit Wildschweinhaare, Borsten. Dann habe ich diese hier von Braun, die hat ja so Ionic oder was auch immer. Und dann habe ich noch eine von Baby Bliss. Also ich habe da, das sind nur ein paar von meinen Bürsten. Und ich verstehe es dann nicht, mit diesen ziehen mir die Haare. Auch mit dieser war das der Fall von Braun. Aber mit dieser nicht. Aber ich denke, weil ich habe das angeschaut, bei dieser ist auch nicht der Fall, ziehen mir die Haare auch nicht. Und das Einzige, was ich gesehen habe, dass es gleich ist, dass es größere Borsten hat, also längere, und dann unten hat es kleinere. Ich denke vielleicht wegen dem Prinzip, dass es nicht mehr zieht. Einfach das Negative an dieser Borste ist, dass das sind ja Wildschweinborsten und ich habe doch richtig manchmal fettige Haare. Wenn ich mir mit dieser drüber gehe, verteile ich mir das Fett auf die ganze Haare und sehe noch schlimmer aus als vorher. Und das wird natürlich noch bei diesem nicht der Fall sein, weil das alles synthetisch ist. Also nicht wie hier Borsten. Und ja. Also es wird so geliefert, in so einer kleinen Schachtel hat hier die Beschreibung drauf. Also müsste jemand wissen, wie es funktioniert. Aber wie eine Bürste funktioniert. Mein Fazit ist, also momentan gefällt es mir recht gut. Ich habe es ja nur einmal benutzt. Aber ich denke, ich werde noch mehr bestellen, weil ich finde es eine gute Idee als Geburtstagsgeschenk oder Weihnachtsgeschenk oder was sonst auch Geschenk für meine Freundinnen. Weil das ist doch etwas Spezielles. Es ist etwas, ein süßes Gadget, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, ich kann euch, wenn ich dann ein bisschen mehr benutzt habe, auch mal ohne Weichspüler. Weichspüler? Ohne Spülung, nicht Weichspüler. Ohne Spülung kann ich euch mal sagen, wie das ist, ob es auch da nicht sieht. Und ja. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende oder Tag, morgen kommt drauf an, wenn ihr das Video seht. Und zum Glück, also bei uns ist der Sommer sozusagen eingetroffen. Wir hatten heute 29 Grad, es war so geil. Ich bin so, ich gehe jetzt gerade nach Hause gekommen vom Ikea und ich hoffe, es bleibt so. Boom, mach's gut, tschüss, ciao, ciao.